Es ist Donnerstag, der 20. August und damit herzlich willkommen zu Vogtland Aktuell, Ihrem täglichen Nachrichtenmagazin aus der Region. Und das sind heute unter anderem unsere Themen. Bücherzelle lädt zum Schmökern ein. Kleine Vogtländer freuen sich auf ihre Zuckertüten. Und Plauner Handballer vor großem Spitzenduell. Bad Brambach und die tschechische Stadt Plesna wollen ihre historische Verbindung wieder aufleben lassen. Bis 2020 soll die ehemalige grenzüberschreitende Straße zwischen den beiden Orten wiederhergestellt und sogar ausgebaut werden. Gestern unterzeichneten Landrat Rolf Keil, Bad Brambachs Bürgermeister Helmut Wolfram und die tschechischen Vertreter eine Kooperationsvereinbarung. Das gemeinsame Projekt soll die nachbarschaftlichen Beziehungen stärken. Außerdem denken die Politiker über eine Verlängerung des Weges von Bad Brambach bis zur A93 in Aschnach. Schmückern statt telefonieren. Leseratten aus Plauen dürfen sich freuen, denn die Spitzenstadt hat seit heute ihre erste Bücherzelle. An der Ecke Bahnhofstraße-Gottschaltstraße kann man sich in dieser umgebauten britischen Telefonzelle nicht nur Bücher ausleihen, sondern auch Lesestoff dalassen. Ideengeberin ist die Schriftstellerin Nicole Döhling. Ich war letztes Jahr auf Usedom und in Karlshagen, da gibt es einen kleinen Bücherladen und vor diesem Bücherladen stand eine gelbe Telefonzelle, in dem gab es Bücher. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich eine ganz nette Idee. Und als ich nach Hause kam, habe ich per Facebook in der Facebook-Gruppe Plauen gefragt, ob denn da Interesse dran bestehen würde. Nachdem das der Fall war, ersteigerte die Plaunerin dieses gute Stück im Internet. Kostenpunkt 3.500 Euro. Dank der Stadtverwaltung und den örtlichen Stadtwerken konnte die kleine Bücherei aufgestellt und mit einer Solarzelle für die Beleuchtung ausgestattet werden. Etwa 50 Bücher stehen derzeit zum Schmökern bereit. Ein weiteres kam heute hinzu. Nicole Döhling hofft, dass weitere Exemplare, vor allem Kinderbücher, folgen werden. Deutschland ist ja doch ein Land der Dichter und Denker, sagen wir so gerne. Und da wäre es mir wichtig, eben, dass die Bücher genutzt werden, dass die gelesen werden, ja, und dass der Mensch wieder ein bisschen zurückgeht, raus aus dem Internet und zurück zum Lesen. Bergens wiedergewählter Bürgermeister Volkmar Trapp strebt nach wie vor die Eingemeindung Bergens nach Falkenstein an. Dies tue er nicht aus Gründen, sich irgendwo zu unterwerfen, sondern weil es die finanzielle Lage erfordert, so der 69-Jährige gegenüber einer vogtländischen Tageszeitung. 2012 stimmten bei einem Bürgerentscheid 3/4 der Bergerner für Falkenstein. Außerdem stehen der Abriss des Goldenen Hahns und die Sanierung des Rathauses auf Trapps Agenda. Herzlich willkommen, ihr lieben Leute! Schulanfang im Vogtlandkreis. Nach den Schulanfangsfeiern am Wochenende beginnt am Montag für 1.676 ABC-Schützen im Vogtlandkreis der Ernst des Lebens. Im Vorjahr waren es 1.727. Das ist laut Aussage der Sächsischen Bildungsagentur aber nicht als Trend zu sehen. In Plauen werden 433, in Reichenbach 129 und in Auerbach 121 Kinder eingeschult. Nicht nur in den Städten sollten sie besonders auf die Schulanfänger Acht geben. Die Polizei wird am Montag Schwerpunkte überwachen. Nun ist es soweit. Das Plauener Holzhaus der Streetart-Künstler wird gerade eben am Albertplatz feierlich bemalt. Eigentlich sollte es schon vor ein paar Tagen eingeweiht werden, aber aufgrund des Wetters konnte unter anderem das Dach erst später angebracht werden. In der Streetart-Szene dienen Häuser fast immer als Leinwände. Da dies aber strafbar ist, haben sich die Künstler mit dem Häuschen quasi ihre eigenen Wände geschaffen. Noch bis Ende August wird die Spitzenstadt im Bann der Straßenkunst stehen. In der E-Book findet das Festival vom 28. bis 30. August seinen Höhepunkt. Internationales Flair beim ersten Spitzencup. Spannung und hochklassiger Handball sind am kommenden Samstag in der Plauner Sporthalle Wieprechtstraße garantiert. Der dort ansässige HC-Einheit lädt zum Spitzencup ein und hat gleich zu dessen Premiere zwei hochklassige Teams aus dem Ausland gewinnen können.
So werden der OCI Lions als amtierender holländischer Meister und der tschechische Erstligist aus Dari Bledschenek erwartet. Den kürzesten Anreiseweg dürfte der Ortsrivale vom SV 04 Oberloser haben, der zusammen mit dem Gastgeber ebenfalls am Turnier teilnehmen wird. Das steht unter der Schirmherrschaft des Landrates und soll vor allem zur Saisonvorbereitung dienen. Los geht's um 11, das Finale wird um 17.30 Uhr angepfiffen. Eine Woche später wird der HC-Einheit dann Gast beim SV 04 Oberloser sein. Der Aufsteiger in die mitteldeutsche Oberliga lädt zum traditionellen Turnier um den Pokal des Oberbürgermeisters in die Kurt-Helbig-Halle ein. Anwurf wird 10 Uhr sein. Das war Vogtland aktuell für heute. Weiter geht es mit unserem Wetter. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie wollen. Tschüss!